Herzlich willkommen bei Radio München. Was tun, wenn das Vertrauen in dieses Land schwindet? Wenn ein de facto Berufsverbot ausgesprochen ist, weil man sich einer experimentellen Gentherapie verweigert? Wenn die Medien nur mehr im Gleichklang mit der Regierung berichten? Wenn das Gefühl überwiegt, dass der Rechtsstaat das eigene Menschenrecht verletzt? Wenn die Gesellschaft, wenn Familien und Freundschaften auseinanderbrechen und der Begriff Heimat fahl wird. Viele Menschen haben Deutschland in dieser Krise verlassen. Viele tragen den Gedanken des Auswanderns mit sich. Andere probieren sich im Neuland aus. Isa Mitzer hat ihre Erfahrungen für Radio München auf die Audiospur gebracht. Im Chinesischen verwendet man für die Begriffe Krise und Chance das gleiche Schriftzeichen. Das eine birgt das andere in sich. Meine größte bisherige Lebenskrise ereignete sich diesen Winter. Mit Flaute im Beruf, bohrenden Fragen über den Sinn des Lebens, mit Trennung vom Freund, Auszug aus der gemeinsamen Wohnung und der Verabschiedung aus der teuersten Großstadt Deutschlands. Corona sei Dank. Ich habe viel geweint, vorübergehend mit dem Rauchen angefangen und meine 15 Umzugskisten auf dem Dachboden meiner Großeltern untergestellt. Dann habe ich beschlossen, dass die Chance in meiner Krise darin liegt, Neuland zu entdecken. Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht ich? Und wo, wenn nicht außerhalb von Deutschland? Der Ort, an dem ich gelandet bin, liegt in Zentralportugal, in der Nähe der Sierra Estrela, dem Sternengebirge, in einer fruchtbaren, spärlich besiedelten Talsenke zwischen Olivenbäumen, Eukalyptuswäldchen, Ginsterbüschen und einem kristallklaren Bach. Auf den Feldwegen um Atalaya do Campo liegen Halbedelsteine wie Rosenquarz und Bergkristall herum. Einfach so. Und über allem thront ein majestätischer Berg, dessen Anblick einen tief im Innersten demütig erzittern lässt. Nicht wegen seiner Größe, sondern wegen seiner Schönheit. Es gibt Erzählungen, dass dort oben undefinierbare Flugobjekte gesichtet wurden. Wenn ich ein Alien wäre, ich hätte mir das gleiche Ziel zur Landung ausgesucht. Was für ein besonderes Stück Erde. Mitten in dieser paradiesischen Idylle befindet sich eine kleine Kommune. 5 deutsche Familien versuchen hier, sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Sie renovieren kleine alte Steinhäuser oder bauen Tiny Houses und schlafen bis zur Fertigstellung in ihren Wohnwägen oder in ausgebauten Autos. Der Strom wird aus Solarenergie gewonnen, Wasser kommt aus der Mine, Grünzeug aus dem Garten, Eier aus dem Hühnerstall, der Dünger aus dem Kompostklo und dank Internet ist es möglich, online zu arbeiten. Was hier alle Menschen verbindet, ist die Philosophie, dass Lebensqualität mehr zählt als eine steile Karriere. Das war ja schon der Grundgedanke von Henry David Thoreau, dem Vorreiter aller Aussteiger. Doch der war Mutterseelen allein am Waldensee. Hier gibt es Nachbarn, die sich gegenseitig austauschen und unterstützen. Das macht vieles leichter, denn der Weg zur Selbstverantwortung in allen Lebensfragen ist nicht nur Zuckerschlecken. Mitunter gibt es auch hier Stimmungsschwankungen, körperliche Erschöpfung, Geldprobleme oder Ehekrisen. Aber die guten Gründe für eine neue Lebensrealität überwiegen und der Wille zur Unabhängigkeit von übergriffigen politischen Maßnahmen, einem lieblosen Schulsystem oder völlig absurden Mieten ist stärker. Das ganze Unterfangen ist auch ein riesiger Spielplatz an Möglichkeiten, dessen Gestaltung kindliche Erwachsenenherzen höher schlagen lässt. Manche Bewohner nennen die Kommune zärtlich Tiri Tiri Matangi. Und wenn man ganz genau hinhört, dann zwitschert die Nachtigall diesen Namen von den Bäumen. Für die Kinder werden neue Lernkonzepte erdacht. Die Eltern vernetzen sich und organisieren sich selbstständig. Die junge Generation der sogenannten Freilerner weiß, welche Pflanzen essbar sind, welche Schlange giftig ist, wie man Feuer macht, Brot backt, einen Fisch angelt, einen Bogen herstellt und lesen lernt. Und ja, auch diese Kinder wissen, wie man ein Smartphone benutzt.
Mal abgesehen davon, dass Kindheit in Tiri Tiri Matangi bedeutet, dass jeder Tag ein Abenteuer werden kann. Und wir haben gestern was entdeckt. Das ist da vorne. Was? Das ist mit mir selber und nicht. Lass dich überraschen. Hier in Tiri Tiri wurde ich von vorher völlig unbekannten Menschen voller Herzenswärme, Vertrauen und Offenheit für ein paar Monate aufgenommen. Jetzt bin ich glückliche Zwischenmieterin eines Tiny Houses. Ich nutze meine Krisenchance für ein zweites Studium. Es ist ein Studium des praktischen Lebens, das in einem riesigen Garten beginnt. Als erstes Projekt lege ich einen Kartoffelacker an. Es wirkt tatsächlich erdend, Erde umzugraben. Wer hätte das gedacht? Ich empfehle es allen wütenden, traurigen, hoffnungslosen Menschen da draußen. Legt ein Beet an, egal wo, egal mit was, egal für wen. Solange ihr nicht für Monsanto arbeitet, ist alles gut. Oder auch Tudo Bay, wie die Portugiesen sagen. Negative Emotionen können auf dem Acker bei körperlicher Arbeit einfach ausgeschwitzt werden. Was übrig bleibt, ist nur angenehme, milde Erschöpfung mit der Gewissheit, etwas wirklich Sinnvolles getan zu haben. Voller Anteilnahme beobachte ich, wie die Kartoffelsetzlinge Triebe ausbilden, die Tag für Tag wachsen, gedeihen und immer kräftiger werden, bis plötzlich... die Kartoffelkäfer auftauchen. Wenn man in einem Garten überhaupt so etwas wie Hass empfinden kann, dann nur bei Kartoffelkäfern. Ihre Eier, Larven, Maden sind einfach eklig. Kein Tier frisst sie, weil sie bitter schmecken. Außerdem stinken sie. Wer seine Kartoffeln nicht chemisch behandeln will, muss die Schädlinge per Hand absammeln. So üben sich gärtnernde Menschen in Geduld, Fokus und Zuversicht. Schleimige Maden absammeln kann auch meditativ sein. Es stärkt einen irgendwie, den Ekel zu überwinden. Und es kommen kleine, feine Reime dabei raus, wie zum Beispiel No free hugs for potato bugs. Zu Deutsch, keine freien Umarmungen für Kartoffelkäfer. Die erste Ernte ist dann beglückend wie eine Schatzsuche, mit dem Unterschied, dass man weiß, wo man graben muss. Ein Gefühl der Euphorie, gepaart mit Stolz, kommt auf, wenn sich aus der Erde mehrere goldgelbe Erdäpfel ausgraben lassen. Der Begriff Erfolg kann in einem Garten völlig neu definiert werden. Ganz nebenbei lerne ich in diesem Garten Eden, dass Brennnesseln nicht brennen, wenn man sie an der Wurzel herauszieht, dass Ringelblumen so heißen, weil ihre Samen sich ringeln und dass Erdbeeren auf Englisch Strawberries heißen, weil sie am besten auf Stroh wachsen, da sie sonst faulen. Und dass in Portugal die Gärten geflutet werden, mithilfe eines Bewässerungssystems, in dem man Wasser über einen Brunnen durch kleine Gräben zwischen den Beeten leitet. Neben dem Gartenstudium lerne ich hier auch Kinder zu betreuen, ohne die Nerven zu verlieren, Seife herstellen, Yoga-Podeste zimmern, Kompostklos bauen, betonieren, Wände verputzen und Traktor fahren. Von Zeit zu Zeit durchströmen mich überraschende Gefühlszustände. Ich stehe auf der Terrasse, schneide kiloweise Zitronen, um Marmelade herzustellen. Die Sonne wärmt meinen Rücken, das Gelb der Früchte blendet mich. Und plötzlich spüre ich Tränen der Dankbarkeit auf meinen Wangen. Dankbarkeit darüber, dass ich hier sein darf. Auf der Erde, im Leben, an diesem Ort. Wer dankbar ist, zweifelt nicht mehr, hat keine Angst vor dem Morgen. Apropos, es gibt hier ein Tier, dessen Geschichte mich besonders berührt. Es ist ein Huhn namens Rosalie, das nur noch ein Bein hat. Das zweite Bein wurde nachts von den Ratten gefressen. Doch Rosalie erfreut sich eines glücklichen Daseins. Es ist lebhaft, neugierig, das frechste Huhn von allen. Es ist mein neues symbolisches Vorbild. Nicht dem Verlust nachtrauern, sondern das Gegebene schätzen. Manchmal stören Kampfflieger der NATO die Idylle. Sie fliegen ganz dicht über uns hinweg und vollführen turbulente Manöver. Dann ist das Paradies für einen kurzen Moment befleckt. Ich frage mich, ob die Kriegstreiber dieser Welt eigentlich genug Froschkonzerte hören? Das könnte gegen diese verdammte innere Leere helfen. Ich meine nicht die im Kopf, sondern die im Herzen. Denn das ist unbestritten. Froschkonzerte vor dem Schlafengehen bringen den absoluten inneren Frieden. Sie hörten den Text Neuland von Isa Mitzer.
die in einer Kommune im mittleren Portugal nach neuen Wegen der Gesellschaft und des Daseins sucht und bei sich selbst angekommen scheint. Mein Name ist Eva Schmidt. Haben Sie einen erfüllten Tag. Ciao. Servus.